Bei Conan der Barbar denkt man zunächst an Muskeln, Lendenschutz und schlechtes Englisch. Wer Conan Exiles spielt, muss da allerdings etwas umdenken. Im Survival-MMO startet ihr als Hänfling oder Hänfline und müsst euch dann mit ganz viel klein geklöppelten Rohstoffen zum Barbarenkönig oder Königin mausern. Ob der mühselige Werdegang trotzdem ordentlich reinhaut, das hat sich Micha für euch angeschaut. Ich bin Krom, der Gott des Stahls. Ich will euch die Geschichte eines Mannes erzählen, der im Ödland von Conan Exiles eine neue Heimat suchte. Doch leider war dies nur die Beta-Version von Conan Exiles, denn die Vollversion des Spiels kam leider erst nach Redaktionsschluss rein. Dumm gelaufen, doch trotzdem ist es eine gewaltige Geschichte, geprägt von ruhmreichen Taten und dem blutigen Kampf ums Überleben. Und trotzdem ist dies die Geschichte eines großen Helden, von Conan, dem Barbaren. Hallo, das bin ich, Conan der Barbar. Ihr kennt mich aus Filmen wie Conan der Barbar. Wie ich am Kreuz gelandet bin? Naja, früher habe ich hier gewohnt, aber ich habe immer alle gehauen, weil ich ein bisschen doof war. Du Scheißkamel! Also bin ich für ein paar Jahre ins Ausland, was studieren und so. Irgendwann bekam ich Heimweh. Ich hatte nämlich gehört, dass hier jetzt ganz viele sogenannte Online-Barbaren wohnen. Aber die haben mich zur Begrüßung einfach ans Kreuz gehängt. Voll in die Mittagshitze. Boah, heiß. Da hing ich nun und mein Pillermann flatterte im Wind. Konnte jeder sehen. Voll peinlich. Oh Mann, voll peinlich. Irgendwann habe ich mich dann losgemacht und habe mir ein paar Klamotten gesucht. Und Mann, oh Mann, ich hatte Durst wie eine alte Bergziege. Herr Kollege, hätten Sie vielleicht etwas Wasser für mich parat? LOL! Ah, du Kacknub! Hast du Steine? Ja, ich hätte diesen einen hier. Ja. Und zack, hing ich wieder am Kreuz. Mann, hatte ich die Schnauze voll. Hab die Schnauze voll jetzt. Ich hab mich dann wieder befreit und bin direkt auf Steinsuche gegangen. Wenn der Typ mich wegen einem Stein umhaut, müssen die ja voll selten sein, dachte ich. Tja, was soll ich sagen? Die lagen da überall rum, er war also nur ein dummes Arschloch. Hab dann auf die Karte geguckt und bin Richtung Wasser gelaufen. Mann, ich sag euch, ich hab fast den halben See weggeschlabbert. Aber Hunger hatte ich ja auch. Zum Glück standen da ein paar Anwohner an einem Feuerchen. Mensch, das duftet aber lecker. Jetzt gibt's Dresche, Uga! Uga, Aga! Diese Ureinwohner waren schon ziemlich Rabauken. Aber klar, da kommt ein fremder Typ in Unterhose und will an dein Würstchen. Zum Glück gab's ja den Reiseführer. Da stand, ich soll im Notfall erstmal die großen Eier essen von diesen bummeligen Echsenviechern. Ganz ruhig, ich will nur an deine Eier. Die Eier schmeckten scheiße und ich hatte immer noch Hunger. Tja, warum nicht gleich die Mutti umhauen? Sah lecker aus, aber dafür brauchte man ja was zum Umhauen. Und dafür brauchte man Schnur, Holz und Stein. So ging das hier den ganzen Tag. Du brauchst was, dafür brauchst du was und dafür brauchst du was. Naja, mit dem ersten Selbstbauhobel habe ich dann die Echsenmutti angegriffen. Hauen geht ganz einfach. Entweder man haut nur ein bisschen und kann dafür öfter hauen, oder man haut dolle und dafür haut's auch dolle rein. Wenn die Echsenmutti haut, muss man wegrollen. Und wenn einem von der ganzen Hauerei dann die Pumpe geht, muss man zwischendurch öfters Haupause machen. Irgendwann habe ich die Echsenmutti dann umgehauen. Wie lange man hauen kann, wie doll man hauen kann oder auch wie lange man gehauen werden kann, kann man alles trainieren. Von da an habe ich jedenfalls nur noch gehauen. Ich habe Steine gehauen. Ich habe Bäume gehauen. Die kleinen Schildkröten. Und sogar die süßen kleinen Häschen. Danach aus Ästen Feuer gemacht, Fleisch rein und ab dafür. Hunger und Durst waren nie wieder ein Problem. Aber was macht man jetzt hier so im Ödland? Tja, ich habe dann wieder in diesen praktischen Reiseführer geguckt. Als nächstes stand ein Bettchen an. Für ein Bett braucht man Tierhäute. Die bekommt man, wenn man mit der Hacke auf den toten Tieren rumhackt. Oder auch, kein Scheiß, auf toten Ureinwohnern.
Ich habe mir dann also wirklich aus Ureinwohnern ein Bett geschustert. Ist wohl Sitte hier im Ödland. Aber ich sag euch, das hat so fies gemüffelt. Das kann man gar nicht beschreiben. Muss man selber riechen. Boah, nee. Wie der Müffel, du. Danach habe ich mir dann im Schnellkurs Hausbau beigebracht. Das mit dem Dach war echt knifflig. Oh Gott, bin ich dumm. Sieht das scheiße aus. Als die Hütte stand, habe ich mir noch so ein Rad der Schmerzen zugelegt und ein paar Sklaven dazu gestellt. Beim Versklaven muss man den Ureinwohnern sanft auf den Kopf hauen. Mensch, nur halt doch mal still. Huga! Sie nach Hause schleppen, ans Rad spannen und zack, waren die mental gebrochen. War eine tolle Zeit. Bis wieder einer von diesen blöden Online-Barbaren auftauchte. Erstmal ein schönes Päuschen machen, du. Huga, Haga. Lol, du Noob! Die da muss ans Rad der Schmerzen! Also die da heißt Angelika, ja? Die macht gerade ihre verdiente Mittagspause. Das würde deinem sicherlich auch mal gefallen. Ah! Mach Pause! Ey, hast du Steine? Eine Handvoll vielleicht. Ja. Immerhin hing ich nach der Klatsche nicht wieder am Kreuz, sondern bin in meinem Stinkebettchen aufgewacht. Außerdem hatte ich jetzt in meiner sicheren Butze eine Truhe gebaut, wo ich das meiste Bau- und Schmiedezeug sammeln konnte. Aber nach dem Schrecken musste ich erstmal runterkommen. So ein schöner Spaziergang wäre doch nett. Hab mir einen Riesenhaufen Steaks als Proviant gebraten und bin mitten in der Nacht losmarschiert. Und was hab ich alles gesehen? Hier, so ein alter Tempel. Oder hier, ein stinkender Sumpf. Oder hier ein Wald mit Spinnen. Die Mama war übrigens echt widerlich. Nee, was bist du hässlich? Da bin ich vor Schreck auf den Baum geklettert. Man kann hier übrigens überall draufklettern, wo man will. Ich bin dann auf meinem Spaziergang durch die Welt eigentlich vor allem weggelaufen. Irgendwann habe ich mich dran gewöhnt und bin einfach immer weitergelaufen. Schön ist es auf der Welt zu sein, sagt die zu dem Dachfischwein. Hauptsache, man sammelt Erfahrungen durchs Erkunden und darum geht es ja hier eigentlich immer. Eisen gibt es zum Beispiel nur da oben auf dem Berg, aber ich spule jetzt mal ein bisschen vor in meiner Geschichte. Ich bin nach Hause und habe mich von der Reise erholt. Sunshine. Sunshine Reggae, don't worry, don't hurry, take it easy. Ey, hast du Steine? Jetzt reicht's mir hier aber. Weißt du nicht, wer ich bin? Conan der Barbar, der Echte. Ja, ich bin der echte Conan. Nein, ich bin der reale Conan, ihr Opfer. Die anderen Barbaren, die haben mich so sauer gemacht. Da fiel mir ein alter Satz wieder ein. Conan, was ist für ein Mann das Schönste im Leben? Kämpfen mit dem Feind, ihn zu verfolgen und zu vernichten und sich zu erfreuen an dem Geschrei der Weiber. So, du Frechdachs, jetzt macht's aber Aua hier. Und du komm mal her, kriegst ein Schwert in den Bauch, ne? So, und du kriegst auch noch einen rein hier. So, jetzt ist der Conan nicht mehr nett. Ich hatte jetzt echt die Schnauze voll und musste dringend mal weiter aufleveln, wie man hier im Ödland sagt. Ich mach's kurz. Hab tagelang geackert, aber so richtig weit bin ich nicht gekommen. Man muss echt ewig schuften, bevor man im Saft ist. Aber ich hab gehört, nach dieser endlosen Levelei, Bauerei und Schmiederei hat man irgendwann riesige Hobel in der Hand. Bestimmt ein geiles Gefühl. Man kann aus Spaß Dörfer angreifen oder Götter beschwören, die die anderen Arschloch-Barbaren angreifen oder sich Festungen bauen, die die anderen Online-Barbaren wieder einreißen können und so weiter. Wenn das alles stimmt, dann bleibe ich hier wohnen, auch wenn mir die Landschaft ein bisschen zu matschig aussieht. Und irgendwie wird einem hier im Ödland auch viel zu wenig erklärt. Ach ja, und es geht halt immer nur ums Überleben. Geschichten werden einem hier nicht erzählt. Du Idiot, du hast auch gar nicht von dem The Purge-Feature erzählt, wo eine NPC-Armee die jeweils größte Spielerbasis auf der Map überraschend angreift. Ach so, das wusste ich nicht. Naja, am besten du wartest mal ab, wie das fertige Spiel so ist, bevor du hier irgendwas bewertest. Gut, dann bleibe ich jetzt hier weiter sitzen und schnauf einfach noch ein bisschen in meine Faust, bis das Spiel dann rauskommt, ne? Ja, mach das mal. Doch das ist eine andere Geschichte. Sophia, was haben Assassin's Creed Origins, South Park, Destiny 2 und Wolfenstein 2 gemeinsam? Dass dazu kürzlich DLCs erschienen sind? Nicht schlimm, ich sag dir was. Warte, woher weißt du das? Na, das ist eine geskriptete Anmoderation, jeder liest seinen Text. Und was steht da als nächstes? Dass du Markus' DLC-Special anmoderierst. Okay. Jetzt gibt's das DLC-Special von Markus. Genau. Im Spieleregal herrscht mal wieder Flaute? Da hilft nur eins.
mal das schöne Wetter ein bisschen genießen, nicht immer nur drin sitzen und zocken. Ha, nein! Drin bleiben und alte Spiele rauskramen natürlich. Da ist auch nicht alles beim Alten, denn einige Spiele bekommen frische DLCs spendiert. Also, nicht wirklich spendiert. Die kosten natürlich. Teilweise auch gar nicht wenig. Ihr wisst schon. Ganz frisch reingekommen ist die Kriegsgeist-Erweiterung von Destiny 2. Die macht zum Glück einiges besser als der ziemlich bescheidene letzte DLC. Wir fliegen erneut zum Mars, nur diesmal an die vereisten Pole des roten Planeten. Hier schlummert die künstliche Intelligenz Rasputin, die von einer miesen Alienbande belästigt wird. Oberste Hüterpflicht ist es da, die Blechdose in der Zusatzkampagne zu beschützen. Das zweistündige Abenteuer hat uns mit schicken neuen Gegenden, spannenden Bossfights und einem interessanten Nebencharakter überraschend gut bei Laune gehalten. Ach ja, und frisches Kanonenfutter in Form von Eis-Aliens gibt's auch. Nach der Geschichte geht das Looten und Leveln aber erst richtig los, denn das Maximallevel steigt auf stolze 380. Daran könnt ihr arbeiten, indem ihr euch im neuen Marsgebiet durch reichlich Nebenmissionen und Aktivitäten ballert. Davon am interessantesten der Endspielinhalt Eskalationsprotokoll. Klingt groß, ist aber eigentlich nur ein Gegnerwellenmodus. Der hat es aber echt in sich und lockt mit exklusiven Belohnungen. Außerdem erwarten euch neue Strikes und Schmelztiegelkarten. Wer kein Geld ausgeben mag, profitiert zumindest von einigen Updates wie der Überarbeitung von exotischen Waffen, mehr Platz im Tresor und dem überaus nützlichen Gestenrad. Klingt alles nicht nach wahnsinnig vielen Neuerungen. Trotzdem reicht's, um uns positiv zu stimmen. Die kurze Story ist nicht so lieblos wie die von Opa Osiris und viel wichtiger, die exklusive und vor allem nützliche Beute aus den neuen Aktivitäten liefert wieder einen Grund zum sinnvollen Grinden. Was will der lootgeile Destiny-Spieler mehr? Coole 4,5 von 6 Eis-Aliens am Stiel. Kramt doch auch Assassin's Creed Origins mal wieder heraus. Mit der Erweiterung Fluch der Pharaonen trifft Assassine Bayek auf seine bisher härtesten Gegner. Die untoten Überreste von fiesen Pharaonen. Im ganzen Land sind diebische Langfinger unterwegs, die sich an den heiligen Relikten der verstorbenen Pharaonen bedienen. Das verärgert die alten Könige so sehr, dass sie aus ihren Gräbern steigen und ganz Ägypten terrorisieren. Klar, dass das unser Meuchelmann gar nicht dufte findet, also macht der sich auf ins Totenreich, um den Klappergestellen dort die Falten aus den Bandagen zu bügeln. Hier unten sieht es nicht nur schick aus, sondern es kreucht und fleucht auch allerhand mystisches Getier umher. Anubis-Wachen, Vögel mit Menschenköpfen oder Riesenskorpione. Der mythologische Anstrich steht dem Assassinenabenteuer überaus gut. Klare Highlights der Erweiterung: die anspruchsvollen Bosskämpfe gegen die mörderischen Mumien. Taktisches Vorgehen ist Pflicht, sonst könnt ihr gleich in der Unterwelt bleiben. In den neuen Gebieten warten natürlich auch allerhand Nebenmissionen, Sammelobjekte und neue mächtige Ausrüstung auf euch. Wollt ihr alles machen und sehen, seid ihr gute 20 Stunden beschäftigt. Der Fluch der Pharaonen schlägt eine spannende Richtung ein, bietet massig Inhalt und verschafft dem dicken DLC damit ganze 3 von 4 Pharaonen-Kopfnüsse. Fügt man zum neuen South Park Fäkalfeuerwerk noch mexikanisches Essen hinzu, bekommt ihr nicht nur eine noch rektakulärere Zerreißprobe, sondern die Erweiterung in der Dämmerung zur Casa Bonita. Mit dem DLC-Bus geht es direkt zum neuen Schauplatz der Superheldenspielchen. Cartmans Lieblingsrestaurant Casa Bonita. Die Mission lautet, Kennys Schwester aus den Klauen der Vampirkids zu befreien. Da deren Blutsaugertricks nicht ohne sind, bekommt ihr eine neue Heldenklasse mit frischen Fähigkeiten. Mit den Grabeskräften des Netherborn vermöbelt ihr die Schminkfratzen noch heftiger. Außerdem bekommt ihr Unterstützung von Goth Girl Henrietta und ihrer Raucherlunge. Neben den Raufereien dürft ihr euch noch in der Arcade mit furzenden Einhörnern oder der Chupacabra-Jagd vergnügen. Der Ausflug ins Casa Bonita liefert nicht wahnsinnig viel Neues, dafür mehr gewohnten South Park-Spaß mit fescher Verstärkung für euer Superhelden-Portfolio. Der Bonita-Besuch dauert zwar nur knappe 2 Stunden, trotzdem reicht's für 5 von 7 feurigen Fürzen.
Wer hätte es gedacht, aber es gibt tatsächlich jemanden, der Nazis noch mehr hasst als BJ Blazkowicz. Captain Wilkins. Der faltige Freiheitskämpfer hat seine besten Tage zwar schon hinter sich, ist aber noch von genug Hass erfüllt, um das Nazi-Asche-Treten seinem Ruhestand vorzuziehen. In der letzten Episode der Freiheitschroniken spielt ihr den Veteran Wilkins, der sich nach Alaska aufmacht, um dort eine Nazi-Superwaffe zu Nazi-Super-Sondermüll zu verarbeiten. Was zunächst nach spannendem neuen Setting klingt, sieht in der Realität leider ziemlich öde aus. Eintönige Korridore, die immer gleichen Waffenlager und natürlich noch ein Nazi-U-Boot. Auch spielerisch herrscht Ruhestandsstimmung. Der Senior-Soldat hat zwar eine nützliche Fähigkeit, die das schnelle Umnieten von Gegnern belohnt und euch so in einen Blutrausch versetzt, aber sonst gibt's einfach nichts Neues. Keine neuen Gegner, keine neuen Waffen, keine neuen Kniffe. Nichts. Stattdessen bekommt der Baller-Opa das wohl langweiligste Hilfsmittel von allen in die Hand bzw. an die Beine gedrückt. Die Stelzen. Klar, das Ballern macht nach wie vor Bock, aber sonst bleibt leider wenig von dem übrig, was Wolfenstein 2 so großartig gemacht hat. Wir können nicht anders und vergeben beschämende 2 von 5 faltige Veteranenfäuste. Ihr dachtet, das war's jetzt schon? Ha, ich hab mich gerade mal warm geredet. Feuer frei für die Bonusrunde. Wir wissen doch, dass ihr auf Gekloppe steht. Wie wär's also mit 2 knuffigen neuen Monstern für Pokémon Tekken? Die ballernde Schildkröte Turtok stellt nicht nur Nostalgiker zufrieden, sondern auch Liebhaber des behaglichen, hochdefensiven Spielstils. Anders als das Schild und Schwert Pokémon Durengard, was sich schnell durch Gegner schnetzeln kann. Zusammen mit 4 neuen Support-Pokémon kommt so noch mehr Varianz in die Bude, die euch aber ein paar zu viele Poké-Dollar kosten. Euch ist das zu niedlich? Na gut, dann eben ein paar echte Muskelmänner für Dragon Ball FighterZ. Testosteronbombe Broly und Son Gokus Papa Bardock stoßen zum Prügeltrupp. Während Vater Goku nicht nur optische Ähnlichkeit mit seinem Sohn mitbringt, sondern auch gleich Teile dessen Movesets, sorgt vor allem Gigant Broly mit brachialen, unblockbaren Angriffen für frischen Wind in den Prügeleien. Wer Schelle sagt, muss auch Schrotflinte sagen. Im Battlefield 1 Apocalypse DLC fliegen euch neue Waffen und Gadgets um die Ohren, die ihr gleich auf neuen Maps bis aufs Blut testen dürft. Alle Karten sind mit wenig Deckungsmöglichkeiten bestückt, wodurch ihr schnell in offene, spannende Gefechte geratet. Weniger spannend sind da die neuen Luftschlachten, die leider unter Eintönigkeit und hakeliger Bedienbarkeit leiden. Wer lieber am Boden bleibt, aber nicht auf heiße Maschinen verzichten will, sollte sich vielleicht die Erweiterung Fire and Ice für die Renn-Action Gravel anschauen. Da geht es ab nach Island auf schicke Strecken zwischen Vulkanen, Fischerdörfern und Schneelandschaften. Neue Modi wie Capture the Flag gibt's zur DLC-Tankfüllung dazu, aber die sind jetzt auch nicht der heißeste Scheiß. Scheiße! Leck mir was! Alles zu viel Geknatter, Gekloppe und Geballer? Ihr braucht Entspannung? Da haben wir doch was. Pure Farming 2018 mit der Germany Map. Ihr habt es einfach geliebt, mit eurem Trecker über die einsamen Felder Japans zu tuckern? Geil! Das gleiche könnt ihr jetzt auch in Deutschland machen. Endlich könnt ihr die Heimat entdecken, indem ihr Raps pflanzt und Schafe aufzieht. Die ganz Mutigen legen sich auch noch die kostenlose Ziegenerweiterung zu, für die Extraportion Nervenkitzel. Ihr dachtet, das war's jetzt aber? Ha, da habt ihr völlig recht. Ich gehe nach Hause und ihr zurück ins Studio. Lara! Hast du gehört, was passiert ist? Nein, was denn? Keine Ahnung, aber ich kenne jemanden, der weiß Bescheid. So sieht's aus, ihr beiden. Euer Chefaufklärer ist endlich wieder zurück und los geht's mit Nintendo. Die haben endlich Details zum kommenden Kostenmodell für den Switch Online Service bekannt gegeben. Wer ab September auf der Switch Online kooperativ oder kompetitiv zocken will, auf den kommt eine monatliche Gebühr von etwa 4 Euro zu. Das 3-Monats-Abo kostet 8 Euro. Wer gleich für ein ganzes Jahr abschließt, kommt mit knapp 20 Euro am günstigsten weg. Neben Online-Gaming, Spielstandsspeicherung via Cloud gibt's für Abonnenten auch noch diverse NES-Games zum Zocken. Die 8-Bit-Klassiker unterstützen dabei einen Online-Spectator-Modus, Voice-Chat und sogar Mehrspieler-Funktionen. Über das NES hinaus habe man derzeit allerdings keine Retro-Pläne für die Switch. Virtual Console Support sei aktuell nicht geplant, hieß es seitens Nintendo. Tja, da müssen wir die ollen Pixel-Kamellen wohl woanders zocken. Zum Beispiel auf dem Neo Geo.
Wie der YouTube-Kanal Spawnwave aus vertrauenswürdiger, aber ungenannter Quelle erfahren haben will, arbeitet SNK an einer Miniaturversion des Neo Geo. Demnach kommt die Schrumpfausgabe der Edelkonsole mit eingebautem Joystick und Bildschirm. Ein zweiter Gamepad-Port sowie HDMI- und Kopfhörerausgänge sind auf der Rückseite. Breaking News! Verschoben! BioWares Prachtprojekt Anthem erscheint erst im März 2019. Bislang wurde auf die Veröffentlichung im diesjährigen Weihnachtsgeschäft spekuliert. Große Pläne! Capcom will bis Anfang 2019 zwei große und wichtige Spiele ausliefern. Welche das sind, erfahren wir auf der E3. Wir tippen aber schon mal auf Devil May Cry. Langzeitprojekt. Wie Rockstar mitteilte, arbeitet das Studio seit sage und schreibe 8 Jahren an Red Dead Redemption 2. Ob sich diese Monsterentwicklungszeit auszahlt, erfahren wir am 29. Oktober. Neben den üblichen Verdächtigen wird auch Square Enix eine eigene Pressekonferenz im Rahmen der E3 abhalten. Am 11. Juni soll es nach deutscher Ortszeit um 19 Uhr losgehen. Und einen habe ich noch. Die Diskussion um das Verbot von Hakenkreuzen und anderen verfassungswidrigen Kennzeichen in Computer- und Videospielen hat neue Fahrt aufgenommen. Zocker von Wolfenstein 2 oder Call of Duty World War II kennen das. In den deutschen Versionen der NS-Shooter werden regelmäßig Hakenkreuze herausgeschnitten, weil das Zeigen selbiger in Games hierzulande nicht zulässig ist. Im Falle des satirischen Gratisprüglers Bundesfighter 2 Turbo kam es allerdings kürzlich zu einem Freispruch. Gegen das 2D-Gedresche der Funk-Kollegen Bohemian Browser Ballett war Strafanzeige gestellt worden. Weil der AfD-Bundestagsfraktionsvorsitzende Alexander Gauland darin im Sprung aus Armen und Beinen ein Hakenkreuz formt. Die Generalstaatsanwaltschaft sah darin jedoch keinen Anlass, Ermittlungen aufzunehmen und kategorisierte das Online-Spiel darüber hinaus als Kunst und der staatsbürgerlichen Aufklärung dienend. Zudem merkte der Oberstaatsanwalt an, dass die aktuelle Verbotsregelung in Deutschland in anderen Medienerzeugnissen bereits länger als veraltet gelte. Als Präzedenzfall für andere Games greift die Einschätzung der Staatsanwaltschaft zwar nicht, aber immerhin wird die Regelung endlich mal in höheren Instanzen besprochen. Und damit bin ich raus für heute, zurück zu euch Mädels. Jetzt kommt eine Rubrik, die mir ganz besonders am Herzen liegt, denn dazu habe ich auch schon mal einen Beitrag gemacht. Ausgegraben nennt sie sich und bei Ausgegraben muss man sich dem neumodischen Trend nicht unterwerfen. Man kann einfach ein Spiel aus seiner Kindheit nehmen und richtig geil drüber abnörden. Genau, und das macht heute jemand ganz Besonderes. Ja, geht so, ne? Unser Praktikant Atreus Schmetterkopf? Arthur Schmackofatz? Schmetti Aboknopf? Wie wirst du nochmal geschrieben? Artyom Schmatkow. Moin. Moin. Warum so genervt? Ja, ist gerade schon wieder alles irgendwie Stress. Was denn? Ja, Collins Flug hat sich verspätet und jetzt haben wir jetzt einen scheiß Beitrag nicht für die Sendung. Ach, diesen Ballermann-Report oder was? Hm. Ach, hey Miri, ich bräuchte für mich, Micha ein Yoshi-Kostüm. Hä? Wieso? Ist für einen Beitrag vorliegen. Du kennst Micha ja. Danke sehr. Tschüss. Okay. Hey Steffen, hast du Zeit, was Kurzes für mich zu schneiden? Nö. Danke sehr, super. Du, Micha, hättest du Lust, was kurz für mich einzusprechen? Nein, keine Zeit. Oh bitte, du bist auch der Einzige, der es wirklich kann. Ja, das ist richtig, ja. Gut, dann helfe ich dir kurz, ja. Cool, danke sehr. Er ist der beste Praktikant, den die Game2-Redaktion jemals hatte. Sein Dasein bereichert alle Beiträge und macht aus schnöder Games-Berichterstattung Entertainment-Juwelen. Doch heute tritt er aus dem helfenden Hintergrund hervor und präsentiert seinen ersten eigenen Beitrag. Ladies und Gentlemen, hier ist... So, das muss reichen, ne? Hab einen Termin. Aber es fehlt nur noch ein Satz. Ja, das ist schlimm, ne? Springen und laufen, springen und laufen. Das Jump'n'Run-Genre ist für mich eins der langweiligsten überhaupt. Und trotzdem liebe ich Super Mario World 2, Yoshi's Island wie kaum ein anderes Spiel. Und das nicht nur, weil es eines der ersten Games überhaupt ist, die ich gespielt habe. Nein, trotz Nostalgiebrille bin ich selbst heute noch der Meinung, Yoshi's Island bietet alles, was das Zockerherz braucht und ist damit das beste Jump'n'Run aller Zeiten. Die simple Handlung legt hierbei den Grundstein.
Wie jeder weiß, bringt der Klapperstorch die Kinder. Und es ist auch bekannt, dass Bösewichte immer Böses tun. Deshalb hat Bowsers Hofzauberer Kamek den Storch überfallen, um die Zwillinge Mario und Luigi zu entführen. Warum? Um zu verhindern, dass die strammen Jungs im Erwachsenenalter Kameks schuppigen Meister bezwingen. Und weil Bösewichte nicht immer das hinbekommen, was sie sich vornehmen, landet Mario auf der Insel der Yoshis. Die beraten sich kurz wie die Ents aus Herr der Ringe und entscheiden mit Baby Mario so lange Staffellauf zu spielen, bis auch der andere künftige Klempner gerettet ist. Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Payback time, new Yoshi! Oh man, that feels sweet. Diese knuffige Geschichte spiegelt sich auch unglaublich gut in der Optik des Spiels wider. Die ganze Welt sieht aus, als wäre sie buchstäblich gemalt. Menüs im Stil von Kreide, Level und Welten sind wie mit dem Wachsmalstift gekritzelt. Gepaart mit dem Super Nintendo-typischen Pixel-Look eine zeitlose und auch heute noch bildschöne Grafikpracht. Und nicht nur die Welt ist kunterbunt, auch die Yoshis gibt es in 8 verschiedenen Farben. Und für mich waren sie damals eine genauso coole Truppe wie die Power Rangers oder Turtles. Right. Der Grüne war der smarte Leader, der Rote der Haut-Ruff-Typ und der Braune der Coole, der eigentlich gar keinen Bock auf Babysitten hat. Irgendwie kindisch? Ich weiß, aber ich hatte unglaublichen Spaß, mir das alles vorzustellen. Genauso unvergesslich ist für mich die fabelhafte Musik. Jede Stage wird durch perfekt passende 16-Bit-Klänge zum Leben erweckt. Seien es farbenfrohe Blumenberge, bedrückende Kristallhöhlen oder bedrohliche Boss-Dungeons. Und dass die Mucke so geil ist, ist auch nicht verwunderlich. Die Kompositionen stammen nämlich aus der Feder von Koji Kondo. Der Mann hatte damals bei nahezu allen Mario-Titeln seine Finger im Spiel und war auch der Mastermind hinter den klassischen Zelda-Tracks. Bis heute habe ich tiefsitzende Ohrwürmer von den stimmigen Melodien. So, ich mache jetzt Feierabend. Den Rest kannst du selber machen. Es ist aber erst 12 Uhr! In Sachen Gameplay bleibt Yoshi's Island im Wesentlichen dem altbewährten Mario-Prinzip treu. Die quirligen Dinos sind allerdings deutlich mobiler unterwegs. Der größte Unterschied liegt jedoch in der Gegnerbeseitigung. Die bösen Buben werden nicht einfach zerstampft, sondern gefressen. Und dann als Ei ausgepupst. Zeit für einen Gag. Ah! Wir hatten hier schon wieder ein Ei gelegt! Das vielseitige Eierwerfen ergänzt das grundsolide Jump-and-Run-Gerüst um abwechslungsreiche Aufgaben und Rätsel. Oh, falscher Hintergrund. Doch das absolute Highlight sind für mich die Bossfights. Ob im beengten Froschmagen oder im Duell mit einem haarigen Riesenschleimblob. Es gibt immer einen genialen Twist, um die Bösewichte mit euren Eiern kaputt zu schießen. Aber harmonische Präsentation und abwechslungsreiches Gameplay sind nicht die Hauptgründe dafür, dass das Spiel sich mir ins Hirn gebrannt hat. Meine Augen! Nein, es ist das letzte Level des Spiels. Nachdem ihr euch durch 6 Welten geschuftet habt, wollt ihr endlich dem fiesen Magier Kamek mit euren Eiern richtig eins auswischen. Und was stellt ihr fest? Kamek ist gar nicht der Oberfiesling, sondern Baby Bowser. Und habt ihr den das erste Mal fertig gemacht, ist die Kacke erst so richtig am Dampfen. Dieser epische Sound, die furchteinflößende Bedrohung von Riesen Bowser, wenn er näher kommt. Es ist meiner Meinung nach einfach einer der stimmigsten Bossfights, die es gibt. Ich habe dieses Level so oft wiederholt, nur um diesen einen Fight immer wieder neu zu machen. Ha, und deswegen ist Yoshi's Island das Spiel meiner Kindheit. Sag mal, ich glaube, ich spinne. Was ist denn hier los? Das ist Marks Platz! Der bleibt frei für immer! Komm hier, das ist dein Platz! Und zu essen gibt's heute auch nichts! Und ihr macht die Kamera aus! Lass uns in Ruhe! Ihr kennt das. Bei Game 2 geht's Schlag auf Schlag. Ja, und schlagartig ist's vorbei. Besonders der Schluss kann ein ganz schöner Tiefschlag sein. Deswegen machen wir es ganz kurz, damit es ja nicht wehtut. Wieder schauen. Reingehauen. Hat das gerade weh? Ja. Oh nein. Du kannst so die Anmoderation machen. Geil. Und nun? Hat sich Michael das angeschaut? Sorry, Tonmann. Angeschaut. Oh!
Kannst auch danach sagen, ne? Nein, wir sind mal hier real. Okay, Achtung. Die ist der real. Klingt doch ein bisschen der Was mache ich sonst mit meiner Arm?